Heute ist also der große Tag. Wir machen die erste gemeinsame Anprobe. Dirndlchen ist da. Schön, super. Da schlupfe ich am besten gleich mal rein, oder? Genau. So, ab mit dir in die Kabine, Sabine. Das reimt sich. Ab mit dir in die Kabine, Sabine. Sehr schön. Also das Ganze, I like it too. Wir müssen nur das hier hinten wird ein Stück gekürzt. Ja. Das läuft dann so nach. Werden wir hier noch ein paar Änderungen vornehmen, dass das wirklich hundertprozentig passt. Es ist mir hier noch ein Stückchen zu weit. Das heißt, wir werden jetzt hier die Seiten ein bisschen enger machen. Sabine macht mir natürlich auch einen Strich durch die Rechnung, hat auch noch abgenommen vom ersten Ausmessen bis heute. Aber enger machen ist kein Problem, nur weitermachen wäre das Thema. Und somit muss ich jetzt hier mal kurz ein bisschen nachjustieren, damit es dann auch alles sitzt wie ein Dirndl. Wird das jetzt einfach hier an den Seiten noch mal ein bisschen abgesteckt. Was jetzt noch zusätzlich gemacht wird, wir machen hier so eine Art Miederschnürung. Das wird bis hier oben fortgesetzt, also da kommen jetzt noch mal zusätzlich 6 Haken hin. Dann hat sie hier noch mal eine schöne Wiederholung von den Farben und es sieht dann so aus wie eine Corsage von vorne geschnürt. Wird hier einfach erhöht. Die Schnitte intern sehen dann so aus, ich habe Sabines Maße, gehe nach Hause an meine Büste und schneide die einzelnen Bahnen zu. Also das sind ja verschiedene einzelne Teile, die man sich vorstellen muss. Also man sieht hier vorne, das sind schon mal 2 Teile. Das dritte Teil, das Rückenteil ist auch geteilt. Das muss quasi, das ist eine leichte rechnerische Aufgabe dann. Das muss dann quasi alles umgesetzt werden. Wir haben den Gesamtumfang von Sabine und das wird dann geteilt in die verschiedenen Teile, die wir hier haben. Genauso ist es am Rock und genauso ist es hier, die Länge und am Kragen. Richte ich nochmal um. Hier haben wir auch noch eine kleine Änderung. Wir haben die Schürzenbänder, habe ich jetzt gerade nochmal auf Sabines Länge gekürzt. Das wird dann hier noch mit der Applikation versehen. Und hier wird einmal nochmal der Rücken gehoben, damit das wirklich perfekt ein Maßdirndl ist. Ja, das war wieder eine Folge von Monaco Deluxe. Es hat mich gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wie immer, Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Fragen, Feedback, Wünsche gerne in die Kommentare. Und folgt uns bei Facebook, Twitter, Instagram. Und natürlich abonniert uns. Hier einfach auf den Button klicken, damit wir auch in Zukunft tolle Videos für euch machen können.